Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh Gott, ich sehe aus. Ich sehe aus wie ein Geist. Gerade habe ich angefangen, mich zu schminken und war ein bisschen früher. Ja, früher dran bin ich mit Schminken als sonst, weil ich gleich zur Uni gehe. Und dann dachte ich, wie wäre es, wenn ich mal ein Get Ready With Us? Nee, With Me. With Me mache. Und deswegen habe ich ja jetzt einfach alles aufgebaut und mache jetzt erstmal weiter. Ich habe ja schon angefangen. Oh Gott, ich sehe aus wie ein Geist, ne? Das ändern wir gleich. Also passt mal auf. Was habe ich denn bis jetzt benutzt? Und zwar habe ich einfach für das Gesicht allgemein habe ich hier von Catrice einen Primer benutzt. Und für die Poren der Pore-Filler von NYX. Ich bin noch beide so am Austesten, ob so ein Primer Sinn macht. Bin mir noch nicht so ganz sicher, aber gut. Ja, meine Haut, falls sich das einige fragen, ist momentan echt wieder richtig schlecht geworden. Also gerade geht's. Aber so vor 2-3 Tagen war es noch schlimm und davor auch richtig schlimm. Ich hoffe, dass es jetzt erstmal war und dass es jetzt sich wieder bessert. Aber irgendwie war ich so im Stress und schlechte Ernährung und also einmal alles. Auch nicht mehr die Therapiemaske benutzt, weil das halt so gut war und jetzt ist halt alles wieder schlimmer geworden. Ja, draußen ist übrigens ein Umzug. Tut mir leid, es ist wahrscheinlich eh ein bisschen laut. Und dann habe ich als Foundation übrigens die Foundation von Clinique benutzt. Am liebsten würde ich die hier ganz alleine benutzen. Das ist die Clinique Anti-Blemish Solution in der Farbe Alabaster, also in der fällsten Farbe. Allerdings ist die mir zu dunkel. Und die mische ich dann mit der Total Control Foundation bzw. Drop Foundation von NYX. Die beiden mische ich 1:1 miteinander und dann seht ihr, ich bin sehr hell. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann passt das schon mit dem Hals ganz gut zusammen. Ich werde jetzt einfach nur angestrahlt vom Licht, deswegen sehe ich so weiß aus. Ja. Gut, dann als Concealer habe ich den Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice benutzt. Der ist mir eigentlich auch ein Ticken zu dunkel, aber es geht. Also es passt dann irgendwie doch. Aber so richtig highlighten ist er dann nicht. Aber ich bin eh schon weiß genug. Von daher. Dann habe ich als Kompaktpuder habe ich einmal immer noch das von Manhattan. Ich finde einfach, das deckt sehr gut. Und jetzt mit den Hautunreinheiten ist es nochmal gut, da nochmal rüber zu gehen. Dann deckt das ganz gut. Und was ich aber hier vorne so benutzt habe, ist der von Catrice, der, ach Gott, Loose Powder Transparent in Matt. Und das Ganze habe ich aufgetragen mit einem Beauty Blender. Beste. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt fehlen die Augenbrauen noch, damit ich normal aussehe. Normaler als sonst. Und da benutze ich meinen, meine Brow Pomade, wie auch immer, von Anastasia Beverly Hills. Habe ich schon seit Ewigkeiten. Allerdings muss ich das Ganze mit Wasser benutzen, weil das gute alte Ding schon so ziemlich ausgetrocknet ist und nicht mehr die Anfangskonsistenz hat. So, entschuldigt, wenn meine Augenbrauen immer noch nicht so gut sind, wie ich mir eigentlich wünsche. Aber ich bin, glaube ich, nicht so der Pro. Ich bin müde, Leute. Ich bin richtig müde. Ich muss nämlich gleich zur Uni für ein Seminar. Ja, mehr habe ich am Montag nicht. Geil, ne? Eigentlich schon. Erstmal kann ich bis 10 ausschlafen. Dann mache ich mich eine Stunde fertig. Und dann habe ich bis 13 Uhr und dann habe ich Schluss. Vor allem, weil ich auch noch irgendwie nur 5 bis 10 Minuten mit dem Fahrrad von hier entfernt wohne.
Also eigentlich habe ich es voll gut. Aber ihr kennt das ja, man hat es nie gut genug. Es gibt immer was zu meckern. Ja, bevor ich auch die Foundation aufgetragen habe, habe ich mich natürlich eingecremt. Aber meine Haut ist einfach so trocken gerade. Oh, es ist so schlimm. Ich bräuchte irgendwas richtig krasses Feuchtigkeitsspenden. Aber alles, was ich bis jetzt immer benutzt habe, war dann so krümelig unter der Foundation. Jetzt mit der Heizungsluft ist es einfach blöd, aber naja, im Laufe des Tages kommt so ein bisschen immer, wird meine Haut immer so ein bisschen öliger. Dann sieht es eigentlich immer ganz gut aus. Deswegen möchte ich auch immer nicht zu viel Feuchtigkeit machen, weil am Ende dann sehe ich aus wie so ein, ja, komisch aus. Wenn ihr Tipps habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr öfter so Talk-Make-up-Videos sehen wollt, weil ich rede gerne. Ich schminke mich gerne. Hat jemand das Format für mich geschafft? Gott, ich sehe noch so krank aus. Ja, als nächstes benutze ich gerade momentan übrigens den Long Lasting Brow Definer von Catrice. Warum ist eigentlich alles Englisch? Das ist echt im Make-up-Bereich immer alles Englisch. Ich wette, das tun sie in Deutschland, damit es einfach cooler wird. Ja. Den benutze ich für hier vorne. Aber jetzt nach einer Woche will er nicht mehr so richtig, weil er immer die Foundation trifft. Und das mag er nicht. Kann das Ganze natürlich auch mit der Pomade machen. Steinigt mich nicht für die schlechten Aussprachen. Kommt immer davon, wenn man etwas Ewigkeiten benutzt, es aber noch nie ausgesprochen hat und dann sich denkt, erstmal aussprechen so, oh Gott, what the hell is that? Die Deutschen haben es eh nicht so gut mit dem Englisch. Ich glaube, so schlimm bin ich dann doch noch nicht, aber auch nicht gut. So, das hätten wir jetzt. Das wäre schon so ein Look, wo ich sage, so gehe ich raus, vielleicht noch die Lippen. Ja, also komplett ungeschminkt ist momentan halt nicht so drin bei mir. Weil meine Haut einfach so schlimm geworden ist, das will ich dann einfach nicht, weil ich sehe dann immer echt nicht gut aus. Obwohl ich gerade halt einfach echt krank aussehe. Auch nicht besser. Aber immer noch besser als streuselig. Wir brauchen jetzt endlich mal ein bisschen mehr Lebendigkeit in diese tote Maske. Also nehme ich doch gleich erstmal meine Contour-Palette von Make-Up Revolution. Habe ich in meinem letzten Haul vorgestellt. Oh Gott, mir leid, ich komme so doof vor, wenn ich so Beauty-Sachen mache. Okay, ich benutze meinen Zoeva-Pinsel. Das ist die 109. Oh Gott, ich werde euch nicht die Pinsel sagen. Gut, das Ding ist einfach, ich bin immer noch am Üben. Ich bin nicht perfekt, was das alles angeht. Ehrlich nicht. Also wenn ihr jetzt euch die richtig guten YouTuber anguckt, die sowas machen, die können das mal einiges besser als ich. Ich habe übrigens meine Pinsel gestern gewaschen. Habe ich auch mal hinbekommen, ne? Mein Beautyblender, den wasche ich ja jeden Tag, ne? Aber die Pinsel, wobei es sich einfach viel, viel besser anfühlt, wenn die Pinsel frisch gewaschen sind. Aber ganz ehrlich, das hat gestern 10 Minuten gedauert. Oh, 10 Minuten, so viel! Ja, 10 Minuten können viel sein, ne? Vor allem sind 10 Minuten viel, wenn man morgen sich fertig macht und sonst zu spät kommt. Es ist jetzt 10.25 Uhr. Und um 11.15 Uhr fängt der Kurs an. Das heißt, ich muss um 12 losfahren. Um 11 meine ich. Ja, ich fahre eine Stunde später einfach hin. Ne? Ich muss um 11 Uhr losfahren. Ich muss aber noch was essen. Wie soll denn das funktionieren, Sandra? Was hast du dir eigentlich gedacht? Ja, einige wundern sich wahrscheinlich, warum ich gerade Sandra gesagt habe und nicht Sammy. Ich heiße eigentlich Sandra. Das wissen auch einige. Aber ihr dürft mich auch gerne Sammy nennen.
Ich reagiere auch darauf. Aber man denkt ja selber nicht dran, ne? Wenn man den Spitznamen, also wenn er nicht so oft verwendet wird. Es ist einfach nur gut, finde ich, einen Künstlernamen zu haben, sage ich jetzt mal. Weil, wenn mich jemand auf der Straße anspricht mit Sammy, da weiß ich ganz genau, aha, die Person kenne ich von meinem Kanal. Wenn die mich aber vielleicht mit Sandra anspricht, dann denke ich mir so, naja, woher kennt der mich, weißt du? Wisst ihr? Es ist halt super praktisch. Weil, da weiß ich immer ganz genau, ach so, die kennen mich vom Kanal. Das ist super praktisch. Habe ich verstanden, ne? So. Ich bin nicht so der Meister im Konturieren. Ich bin auch am Üben, wisst ihr? Ich habe mich sehr lange geweigert, überhaupt irgendwas zu machen. Das heißt, das, was ihr jetzt gesehen habt, das habe ich gemacht. Also bis aufs Konturieren. Habe dann einfach noch meine Augen, meine Lippen gemacht und das war mein Make-up. Und der Rest meines Gesichtes sah aus wie, ja, nicht so betont etc. Und jetzt übe ich momentan so ein bisschen zu konturieren. Ich finde es aber nicht so einfach. Ich glaube, der Pinsel ist dafür für hier oben auch nicht so gut. Ich finde es so schwierig, Leute, weil ich will auch nicht so dunkel sein. Aber in meinem Haaransatz sagt mein Make-up so, irgendwie will ich nicht rein. Da will ich nicht rein. Oh, Haaransatz, nö. Sorry, leg mich mehr. Ja. Also so ein bisschen sieht man halt. Aber nicht so viel wie bei manch anderen. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt manchmal so richtig krass Make-up drauf hat, und ich mache eigentlich schon viel, aber wenn man richtig, richtig krass macht, so dieses Contouring allgemein, finde ich, sieht es dann halt in echt auch gar nicht gut aus. Für Fotos ja, aber in echt nicht. Und ich schminke mich jetzt aber gerade für die Uni. Also geht das hier nicht. Ja. Das dazu erstmal. Es ist immer ein bisschen nervig, wenn man schlechte Haut hat, finde ich, weil dann hält das Make-up immer nicht so gut an den Stellen, wo sie eben schlechter ist. Dann spinnt das immer alles so rum und dann wird es fleckig und dann. Aber wenn man gute Haut hat, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich benutze jetzt als nächstes Blush. Das ist auch wieder von Make-up Revolution. Das ist die Sugar and Spice Palette. Was benutze ich denn? Ich glaube, ich nehme einen etwas dunkleren Ton. Den da. Mal gucken. Der sieht ganz hübschi aus. Oh Gott, der Pinsel scheint noch nass zu sein. Also, so ein bisschen. Oh Gott. Ich muss einen anderen Pinsel nehmen. Der war irgendwie noch so ein bisschen nass. Von gestern. Deswegen habe ich... Oh Gott. Sorry. Zu viel. Blush finde ich aber so schrecklich aufzutragen, weil man macht es auf dem Pinsel, man sieht nichts und dann so. Und dann macht man auf die Wange so puff. Und denkst du so, hey. Und andersrum geht es genauso. Du machst irgendwie, machst nichts. Es wird schon reichen und dann machst du dein Gesicht und sagst so, wo ist der Blush? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Hallo? Bist du da? Oder noch nicht? Gut, man kann das Ganze auch verblenden. Aber. Warum da finde ich es immer hier gerade schrecklich, weil ich halt so schlechte Haut vor allem hier so habe und ja, das ist eigentlich sehr unoptimal. Am liebsten würde ich immer so über die Unreinheiten so einen Stempel drüber machen, so einen Aufkleber, damit ich da in Ruhe drüber schminken kann. Aber das geht leider nicht. Ja. Ja, guck mal, draußen ist voll die Action los, also heute ist ja hier Action pur. Ist jetzt aufgefallen, dass ihr gar nicht so... Oh Gott, das ist ein bisschen Fehlblush, oder? Nee? Bisschen viel. Ich werde den jetzt nochmal ein bisschen verblenden mit meinem Loose Powder und einem Powder Brush. Mensch, auf einmal sind meine Videos so englisch. Auch der ist noch. Herzlichen Glückwunsch. Naja, aber ich glaube, es geht. Es ist ein bisschen fleckig, aber da würde ich halt behaupten, es liegt an meiner Haut. Weiß ich nicht.
Als nächstes kommt mein Lieblingspart. Manche machen das am Ende. Ich mache das jetzt. Das ist in zwei, das ist der Highlighter-Part. Ich habe hier einmal meine Highlighter-Palette von Make-up Revolution. Von was denn ist? Und benutze für den Highlighter einen Blenderpinsel. Ich habe einfach schlichtweg keinen anderen und es funktioniert eigentlich sehr gut. Deswegen benutze ich den. So. Den benutze ich jetzt hier für die Nase und für die Lippen. Oh, ich liebe diesen Part, ne? Oh, das sieht immer so gut aus. So. Und on the nose. Seht ihr das überhaupt? Ein bisschen die Pumpe. So. Und für meine Wangen benutze ich den Duo Cosmetic. Nee. Den Duo Chromatic. Highlighter von NYX in der Farbe Snow Rose. Habe ich letztens in der Drogerie entdeckt und ich dachte so, wow, geil. Weil der ist so weiß hier und der schimmert aber ganz anders. Und ich dachte zuerst, ja, weißer Highlighter, super langweilig, ne? Und der eine auch noch so weiß, also der ist ja hier so weiß-gelb und ich dachte so, na danke. Möchte ich nicht. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist schön. Es ist sehr schön. Früher habe ich Highlighter nie benutzt. Nie. Never ever. Ich dachte immer so, was soll denn der Blödsinn? Warum benutzt man einen Highlighter? Und jetzt benutze ich super gerne. So, auch hier nochmal cool durch ohne Nose. So, und dann sehen wir schon ein bisschen frische im Gesicht aus. Es ist jetzt übrigens 33. Aber ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Das sage ich immer. Und dann hetze ich am Ende. Als nächstes geht es jetzt um die Augen und dann sehen wir wirklich besser aus. Jetzt. Ich benutze hier die Eyeshadow Base auch von NYX. 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 Kann mir jemand sagen, wie das wirklich ausgesprochen wird? Ich glaube, NYX, oder? Tatsächlich. Letztens ist übrigens mein Nagel abgebrochen. Keine Sorge, war kein Weltdrama. Ich dachte nur so, ha, dann schneide ich ihn halt ab. Meine seitdem wir einen Geschirrspüler haben, brechen meine Nägel aber allgemein nicht mehr ab. Die werden ultra lang. Alter, die werden so lang. Ich muss die mir abschneiden. Früher war es immer so, die sind immer eingerissen und dann richtig rissig waren die. Die musste ich dann immer abschneiden, alles. Und die wurden noch kaum so lang. Das war auch immer sehr nervig. Und, oh, ich habe mir sauber gestochen. Aber mittlerweile, ja, die Dinger, die musste man schon abschneiden, weil die brechen eigentlich sehr selten ab. Dass der abgebrochen ist, ist, glaube ich, von der Arbeit gewesen her, dass das passiert ist. Aber ansonsten passiert das nicht so wirklich. Ja. Unglaublich. So, als nächstes habe ich mir noch keinen Plan gemacht, was mit Augen-Make-up wird. Weil ihr seht es nicht. Ich habe, oh, jetzt seht ihr es vielleicht. Ich habe so ein bisschen Pink in meinen Haaren. Es ist halt Dark Tulip, weil ich meine Extensions nachher möchte mal wieder tragen. Und ich nehme jetzt zwei Paletten von Sleek. Und ich fange mit einem hellen Ton an. Oh, oh, ja. Und mische den mit dem da drunter. Ich glaube, diesmal gehe ich in kein Gold rein. So, ich mische beide Farben damit so ein heller rosa Ton ist. Rosa, ist doch kein rosa Ton. Wie nennt man den Ton? Wie so ein helles Lila? Ja. Den mische ich. Ich mische viele Farben. Ich mache das sehr gerne. Ich glaube, das liegt allgemein daran, dass ich immer so gerne zeichne. So. Jetzt sagt meine Kamera, der Akku ist leer. Danke. Also wundert euch nicht, wenn er gleich aus ist, dann wechsle ich ihn schnell. So, es ist jetzt schon 36. Kennt ihr das? 33? Safe. 36? Ja. So ist das.
So, ich mache das immer so, bis ungefähr drei Viertel meines Lids bedeckt ist. Dann gehe ich mit der nächsten Farbe. Ich nehme jetzt die Farbe Pur. Ja, das ist die hier. Ich nehme die Farbe Pur und gebe sie erstmal hier hin. Gehe ein bisschen höher. Ich glaube, ich habe so leichte Schlupflider. Vielleicht ist das auch Einbildung, Leute. Aber so, ich habe immer das Gefühl, man sieht, wenn ich jetzt gerade ausgucke, nicht so viel von meinem Make-up. Und auch wenn ich relativ viel, oh Gott, viel Platz zwischen Augenbraue und Augen habe, habe ich das Gefühl, dass es nicht so geil funktioniert wie bei anderen. Deswegen gehe ich in der letzten Zeit so ein bisschen höher, damit man ein bisschen mehr sieht. Immer rauf mit der Farbe. Es gibt schon nichts Besseres als Blenderpinsel, ey Leute. Leute, ist das schon toll. So, ich nehme jetzt meinen Blenderpinsel. Das ist der von NYX. Super geil. Also den habe ich mir gekauft und wow. Der verblendet so gut. Ich glaube, ich hatte, also der auch von Zoe war, der verblendet ja auch super. Aber dadurch, dass ich ihn ja jetzt seit einem Monat zweckentfremde als Highlight-Pinsel, hatte ich dann nur einen etwas günstigeren Blenderpinsel von Evelyn. Und der war deutlich nicht so gut wie der hier. Weil hier machst du so ein bisschen und das verblendet 1er. 1er sag ich euch. Ja. Ich habe eigentlich was zu essen reingemacht. Das müsste eventuell gleich nochmal piepen. Ja, ich rieche auch was. Wir haben nämlich einen Backofen. Der piept, wenn er fertig ist. Geil. Ist allgemein geil, weil wir uns eine komplett neue Küche geholt haben. Und man muss einfach keine Angst haben, dass mein Herd anlässt, weil er allein das, also alleine ausgeht, wenn was überschwappt, wenn nichts drauf ist. Übrigens nehme ich jetzt erstmal den Ton. Es ist so praktisch, wenn man keine Angst mehr davor hat, dass man das anlässt. Allgemein, fast alle Geräte gehen einfach aus. Der Fernseher geht aus, der Laptop geht aus. Na, jeweils den Minuten, die man eingestellt hat. Das Glätteisen geht sogar aus. Also eigentlich kann man nichts mehr falsch machen. Nur das Licht, das geht nicht. Das geht natürlich nicht aus. Bevor ich jetzt verblende, nehme ich noch einen dunkleren Ton. Und zwar den hier. Setze ich auch gleich in die Lidfalte. Und jetzt verblende ich. Ich bin übrigens kein Schminkprofi, wie hätte ich das gedacht. Aber ihr könnt mir sehr, 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 sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr öfters Make-up-Tutorials von mir sehen wollt. Weil ich habe noch ein paar kreative Sachen. Mache eigentlich nicht so die Standard-Beauty-Sachen. Zum Beispiel habe ich damals, als ich 14, 15 war, auch Make-up schon so sehr geliebt und habe dann dort ein Regenbogen-Make-up getragen. Ja, Regenbogen-Make-up. Also jetzt wirklich, ging von gelb, grün, gelb, orange, Magenta, lila und oben war halt gelb, grün, also richtig bunt. Und dann wollte ich euch mal fragen, ob ihr sowas gerne sehen wollt, so ein Quatsch. Oh, ein blaues Make-up mit blauen Wimpern und so ein Quatsch gemacht. Einfach toll war. So bin ich auf die Schule gegangen. Das hat natürlich, ja, so seine Blicke auf sie gezogen und das fanden die anderen dann nicht so toll. Aber ich fand das toll und hab's gemacht. Damals ja noch übelst die Probleme, Eyeliner zu ziehen, ne? Das hat bei mir erstens ewig gedauert und zweitens war es dann auch immer sehr krass. Also sehr dick. Ich wurde früher irgendwie, als ich 13 war, für 21 gehalten und teilweise jetzt für 18.
obwohl ich 23 bin. Gottes. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man 18 ist. Danke für nichts, ey. Danke für nichts. Ha, so. Also. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist übrigens so mein Standard-Make-up. Also ich mache immer hier vorne hell, dann wird's dunkel und dann wird's ganz dunkel. Das sieht bei mir immer nicht so heftig aus. Jetzt benutze ich den NYX Kajalstift. Hier draußen hört ihr, der Umzug geht super. Also ich ziehe nicht aus. Es ist übrigens 42. Herzlichen Glückwunsch, Sandra. Du wolltest eigentlich noch was essen. Essen ist im Backofen. Es wird gleich piepen und dein Essen wird auf dich warten müssen. So, jetzt nehme ich den Eyeliner. Das ist der Liquid Eyeliner von Essence. Der ist waterproof. Und den benutze ich jetzt. Mit Wimpern nerven aber immer so ein bisschen. Okay, diesmal habe ich den Eyeliner schon ein bisschen verfolgt. So, ich benutze gerne wieder meine L'Oreal Ecstatic Paradise. Was kann er? Problem ist, sie ist wohl irgendwie letztens ausgetrocknet. Sie mag nicht mehr. Sie mag mich nicht mehr. Ich möchte nicht schon wieder eine neue kaufen. Weil die trocknen immer so schnell aus. Und so. Mag ich nicht. Ich brauche meinen Spiegel hier. Also sie will nicht mehr funktionieren. Sie klumpt gerade einfach nur scheiße. Das ist so blöd. Ja. Nö, die Mascara hat tschüss gesagt. Hm. Ich will nicht schon wieder 12 Euro ausgeben. Das habe ich irgendwie gefühlt letzten Monat erst gemacht. Und diesmal hat sie nicht so lange durchgehalten wie das letzte Mal. Deswegen muss ich mal meine Chanel Mascara dafür halten. Das ist die Nummer 10. So, die habe ich mir mal gekauft. Die, von der bin ich jetzt auch nicht so begeistert. Das Einzige, was sie macht, ist halt gut die Wimpern trennen. Das macht sie wirklich. Aber Volumen und Länge geht so. Mal gucken, ob ich gleich noch schaue, was zu essen. Ich bezweifle es. Es ist nämlich 48. Ja. Wir sind aber fast fertig. Der ganze Look braucht noch einen Lippenstift. Dann nehme ich den 24 Super Stay Color Liquid Lipstick von Maybelline. Die hat einfach eine sehr schöne Farbe. Ich bin übrigens kein Lippenbalsam-Mensch. Benutze eigentlich so gut wie nie einen. Also ich habe keinen Labello, ich habe sogar keinen. Meine Lippen sind nicht so trocken. Also manchmal, ja, manchmal, meistens aber nicht. So, was hat sich nur verändert? Yeah, meine Kamera ging aus und es war schon so spät. Ich habe schnell meine Haare gemacht. Was habe ich da Großartiges gemacht? Ich habe einen Zopf gemacht, hier so eine Welle reingeschlagen, mir Ohrringe reingemacht, habe was gegessen und bin dann zur Uni gestratzt. Ja, deswegen dachte ich, ich mache das jetzt noch zu Ende. Also jetzt sind 2 Stunden vergangen und jetzt fixiere ich das Make-up noch. Ja, 2 Stunden später. So, ich habe einfach ein Fixierspray von NYX. Ja, ob es wirklich so... Ob es wirklich so gut hält? I don't know. Hey, ich habe das Gefühl, mehr Produkt ist überall anders als in meinem Gesicht, aber... Ja, sind wir noch überall fixiert. Gott, oh Gott. Ja, also... Nach einer Minute. Eine Minute hätte der. Ach, naja, was soll's. Ich bin jetzt fertig mit dem Ergebnis. Das Einzige, was ich vielleicht noch korrigieren wollen würde, wären meine Augenbrauen. Ich finde, die sind ein bisschen komisch an der Stelle.
Ja. Das war eine sehr interessante Vorlesung, naja, Seminar. Wir haben hier momentan Vorträge. Ich war Gott sei Dank schon letzte Woche dran, ne? Diesmal ist einfach sehr viel schief gegangen. Einfach weil wir hatten halt, kann ich mal kurz erzählen, wir hatten Kerzen an, also Teelichter. Und auch wenn es Studenten sind und auch sogar ein bisschen älter, waren einige der Meinung, daraus nicht eine kleine Flamme lassen zu machen, sondern dass es dann so eine große war. Also es war halt, das ganze Teelicht war einmal in Flammen. Das ging dann auch die ganze Zeit gut, bis sie dann der Meinung war, das am Ende auszupusten. Und das Ding dann so angefangen hat zu rauchen, dass der ganze Raum plötzlich um Qualm verschlang, während die da vorne halt ihren Vortrag gemacht haben und wir dann Sturmlüften machen mussten. Und ja, die vorzutragen tat mir ein bisschen leid, weil es gab so viel Unruhe heute. Weil es gab ja noch Kekse, die Dozentin mitgebracht hat, die rumgegangen sind. Und ja, die Armen mussten ihren Vortrag da machen. Und es fing auch schon damit an, dass wir erstmal eine halbe Stunde diskutiert haben über was anderes. Und der Sinn der Sache ist eigentlich, dass wir eine ganze Stunde, also 90 Minuten Zeit haben für unsere Vorträge und sie dann nur noch eine Stunde hatten und zu dritt waren und es dann noch durch die anderen Vorfälle mehr als knapp war. Ja, die Armen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr öfters mal so ein Make-up-Video sehen wollt. Auch allgemein Tutorials. Ich würde mich sehr freuen und seid nicht zu hart mit mir. Ich bin leider nicht so ein Profi, wie die anderen das machen. Aber vielleicht passt das ja, weil nicht jeder kann so gut mit Make-up. Und vielleicht könnt ihr euch dann besser mit mir identifizieren als mit den anderen YouTubern, die das halt so perfekt machen. Ich weiß es nicht. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr so aktiv seid. Das ist so schön. Ach ja, apropos, weil das Video eh schon so lang und unendlich lang war und wer jetzt bis jetzt noch da ist, wow, props on you. Ich habe gerade eine Verlosung auf Instagram. Ich verlose gerade eine Zeichnung. Eine A4 Bleistiftzeichnung eurer Wahl. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ich heiße dort Sammy's Art. Und ganz einfache Bedingungen, einen Kommentar schreiben und Follower von mir sein. Dann könnt ihr bis zum 1.2. daran teilnehmen. Viel Glück, viel Spaß und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.